Also, Herr Rumsmeier, jetzt probieren wir es nochmal. Lächeln! Will nicht lächeln! Ach, Herr Rumsmeier, so kommen wir doch aber wirklich nicht weiter. Jetzt betreue ich Sie schon seit 7 Sitzungen beim ambulanten postpsychologischen Dienst. Sie müssen das jetzt einsehen. Die Post hat keine Monopolstellung mehr und deshalb müssen Sie jetzt lernen, freundlich zu sein und zu lächeln. Ich will aber nicht lächeln, wirklich. Herr Rumsmeier, das ist doch gar nicht so schwer. Also nochmal von vorn. Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt in Ihre Poststelle. Und mit welchem Satz wurde er bislang begrüßt? Hier nicht anstellen, Schalter ist zu. Genau. Und mit welchem Satz begrüßen wir ihn jetzt? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Karl-Heinz, Ihr freundlicher Postpartner. Was kann ich bitte schön für Sie... Ja, ich kriege die über die Lippen. Herr Rumsmeier, bitte jetzt nehmen Sie sich doch aber mal zusammen. Da müssen Sie jetzt durch. Also nochmal, was ist die Post seit dem 01.01.98? Ein Dienstleistungsbetrieb. Richtig, und was hat sich seitdem verändert? Früher wurden nur Postbeamte befördert, heute auch Briefe. Richtig, und wem gehören die Briefe? Die Briefe gehören den Schmeißfliegen. Und wie heißen die Schmeißfliegen, seitdem das Monopol weg ist? Kunden. Genau. Und was verstehen wir nun unter einem Kunden? Unter einem Kunden versteht man ein Individuum, das mutwillig in die von Postbeamten bewachte Amtszone eindringt, um dort den postalischen Dienstprozess zu behindern. Nein, Herr Rumsmeier, das ist doch die alte Richtlinie. Heute ist der Kunde König. Und für den arbeiten Sie jetzt zielorientiert in Ihrem Postpartnerteam, verstehen Sie? Postpartnerteam, also ich weiß nicht. Das Postpartnerteam, das ist Ihr Arbeitsumfeld. Also nehmen wir jetzt mal Ihre Poststelle. Wie viele Leute arbeiten da normalerweise? Na ja, ungefähr die Hälfte. So. Gut. Und diese Leute sind Ihr Postpartner-Team und in diesem Team arbeiten Sie nun. Zielorientiert. Zielorientiert? Ja. Wenn Sie morgens mit der Arbeit beginnen, dann überlegen Sie sich ein Im-Team, ein Ziel, auf das Sie hinarbeiten. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, die Frühstückspause. Ich meine ein Ziel, das über die Frühstückspause hinausgeht. Ach so, die Mittagspause. Nein, Herr Rumsmeier, ich spreche von Verkaufszielen, Kundenzufriedenheit, dass Sie sich vornehmen, besonders freundlich zu sein und den Kunden nett anzulächeln. Also ich will aber nicht lächeln. So, Hände. Herr Rumsmeier, bitte. Das ist jetzt notwendig. 96% aller Deutschen erwarten mehr Dienstleistungen von der Post. Ja, immer mehr und mehr und mehr. Wie soll man alles schaffen bei dem, was wir zu tun haben? Meine 37,5 Stunden die Woche, diese ganze... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Arbeit? Genau, Arbeit. Wir ackern doch schon wie die Wahnsinn. Wir machen uns fertig, ja? Wir nehmen die gesamten postalischen Gesundheitsrisiken da in Kauf und so, ja? Gesundheitliche Risiken bei der Post? Ja, ne, lecken Sie mal den ganzen Tag Briefmarken an. Was meinen Sie, wie sich da fühlen, wenn Sie abends den ganzen Mund voller Klebstoff haben? Als ich das letzte Mal meine Frau geküsst habe, da mussten wir vom Notarzt getrennt werden. Und ein Kollege von mir, der hat in seinem Leben so viele Briefmarken abgeleckt, der ist daran gestorben. Direkt hier an seinem Schalter. Hat 3 Wochen gedauert, bis wir es gemerkt haben. Wenn die Risiken zu groß sind, warum wollten Sie denn dann überhaupt Postbeamter werden? Das wollte ich ja gar nicht. Ich hatte auch Utopien, Träume. Ich wollte viel was Verrückteres werden als Postbeamter. Ja, was denn? Finanzbeamter. So, und warum sind Sie das nicht geworden? Na, weil meine Mutter immer gesagt hat, Junge, du bist unverschämt, frech und langsam, du machst Karriere bei der Post. Diese Möglichkeit haben Sie doch auch heute noch. Sie müssen nur noch lernen zu lächeln. Ich will aber nicht lächeln. Und das sehen Sie, es geht doch. Habe ich Sie doch noch überzeugt, was? Ich habe nur gerade gemerkt, dass seit 12 Sekunden Feierabend ist.